25 Jahren komme ich jedes Jahr hier hin. Das ist für mich immer ein Highlight. Schon allein die Messe hier im Park. Es ist für mich ganz wichtig, dass ich immer hier bin. Auch für mein Bedürfnis als Motorradfahrer, dass ich auch den Segen hier kriege. Wir wollen die Heilige Messe zunächst eröffnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, die Mutter Gottes ist auch klar, ist Klausnerin, das gehört so. Und auch deshalb ist Wetter gut, aber der liebe Gott, so ist es nun mal, ist eine Kölsche. Also von daher. Ja, immer was Tolles. Das ist so ein Höhepunkt im Jahr, auch im Wallfahrtsjahr, im Kirchenjahr. Ich freue mich immer drauf. Das ist so was Ursprüngliches. Ja, es ist ein Erbe, das mir Mitbrüder sozusagen übergeben haben, die vor mir hier Pfarrer an der Kirche waren. Der Pater Heinz Josef, der das vor 20 Jahren gestartet hat. Der Pater Karl Josef, der das weitergeführt hat. Und es kommen ja je nach Wetter 800 bis 2000 Motorradfahrer nach Klausen. Und das ist immer etwas Besonderes. Petrus, das wäre schieren so. Petrus bringt uns Sonnenschein, wir haben genug. Oh, Petrus, es gibt für Motorradfahrer einfach nur einen Tipp: seid vorsichtig, macht die Augen auf, bleibt klar im Kopf. Und fahrt nicht, wenn benebelt seid. Das ist ganz wichtig. Ob das hier was hilft, die Segnung, das liegt an jedem selbst. Der muss dran glauben oder nicht dran glauben. Aber ich denke, es hilft schon. Sonst habe ich auf dem Herzen herzliche Einladung, alle nach Klausen zu kommen, ob auf dem Motorrad oder mit dem Auto oder zu Fuß, mit dem Pferd, mit dem Hubschrauber oder wie auch immer. Also herzliche Einladung hier nach Klausen. Ist immer gut, hier ist immer was los. Hier ist ein Ort, wo Menschen sich begegnen und wo man Gott begegnen kann. Komm vor mit